1859. Mit 17 Jahren war ich ein recht überspanntes Ding. Das könnte ich wohl heute nicht mehr wissen, wenn die aufbewahrten Tagebuchblätter nicht wären. Aber darin haben die längst verflüchtigten Schwärmereien, die niemals wieder gedachten Gedanken, die nie wieder gefühlten Gefühle sich verewigt. Und so kann ich jetzt beurteilen, was für exaltierte Ideen in dem dummen, hübschen Kopfe steckten. Auch dieses Hübschsein, von dem mein Spiegel nicht mehr viel zu erzählen weiß, wird mir durch alte Porträts verbürgt. Ich kann mir denken, welch beneidetes Geschöpf die jugendliche, als schön gepriesene, von allem Luxus umgebene Comtesse Martha Althaus gewesen sein mochte. Die sonderbaren, in rotem Umschlag gehefteten Tagebuchblätter jedoch deuten mehr auf Melancholie als auf Freude am Leben. Die Frage ist nun die: War ich wirklich so töricht, die Vorteile meiner Lage nicht zu erkennen, oder nur so schwärmerisch zu glauben, dass allein melancholische Empfindungen erhaben und wert seien, in poetischer Prosa ausgedrückt und als solche in die roten Hefte eingetragen zu werden? Mein Los schien mich nicht zu befriedigen, denn da steht's geschrieben: O Jeanne d'Arc, du himmelsbegnadete Heldenjungfrau, könnte ich sein wie du, die Oriflamme schwingen, meinen König krönen und dann sterben für das Vaterland, das Teure. Zur Verwirklichung dieser bescheidenen Lebensansprüche bot sich mir keine Gelegenheit. Auch im Zirkus von einem Löwen als christliche Märtyrerin zerrissen zu werden, ein anderer, laut Eintragung vom 19. September 1853 von mir beneideter Beruf, war mir nicht zugänglich. Und so hatte ich offenbar unter dem Bewusstsein zu leiden, dass die großen Taten, nach welchen meine Seele dürstete, ewig ungeschehen bleiben müssen, dass mein Leben im Grunde genommen ein verfehltes war. Ach, warum war ich nicht als Knabe zur Welt gekommen? Auch ein in den roten Heften gegen das Schicksal oft vorgebrachter, fruchtloser Vorwurf. Da hätte ich doch Erhabenes erstreben und leisten können. Von weiblichem Heldentum bietet die Geschichte nur wenig Beispiele. Wie selten kommen wir dazu, die Grachen zu Söhnen zu haben oder unsere Männer zu den Weinsberger Toren hinauszutragen oder uns von säbelschwingenden Magyaren zuschreien zu lassen: Es lebe Maria Theresia, unser König! Aber wenn man ein Mann ist, da braucht man ja nur das Schwert umzugürten und hinauszustürzen, um Ruhm und Lorbeer zu erringen, sich einen Thron erobern wie Cromwell, ein Weltreich wie Bonaparte. Ich erinnere mich, dass der höchste Begriff menschlicher Größe mir in kriegerischem Heldentum verkörpert schien. Für Gelehrte, Dichter, Länderentdecker hatte ich wohl einige Hochachtung. Aber eigentliche Bewunderung flößten mir nur die Schlachtengewinner ein. Das waren ja die vorzüglichen Träger der Geschichte, die Lenker der Länderschicksale. Die waren doch an Wichtigkeit, an Erhabenheit, an Göttlichkeit beinahe über alles andere Volk so erhaben wie Alpen- und Himalaya-Gipfel über Gräser und Blümlein des Tales. Aus alledem brauche ich nicht zu schließen, dass ich eine Heldennatur besaß. Die Sache lag einfach so. Ich war begeisterungsfähig und leidenschaftlich. Da habe ich mich natürlich für dasjenige leidenschaftlich begeistert, was mir von meinen Lehrbüchern und von meiner Umgebung am höchsten angepriesen wurde. Mein Vater war General in der österreichischen Armee und hatte unter Vater Radetzky, den er abgöttisch verliebte, in Custozza gefochten. Was musste ich da immer für Feldzugsanekdoten anhören?
Der gute Papa war so stolz auf seine Kriegserlebnisse und sprach mit solcher Genugtuung von den mitgemachten Kampagnen, dass mir unwillkürlich um jeden Mann leid war, der keine ähnlichen Erinnerungen besitzt. Welch eine Zurücksetzung doch für das weibliche Geschlecht, dass es von dieser großartigsten Betätigung des menschlichen Ehr- und Pflichtgefühls ausgeschlossen ist. Wenn mir je etwas von den Bestrebungen der Frauen nach Gleichberechtigung zu Ohren kam, doch davon hörte man in meiner Jugend nur wenig und gewöhnlich in verspottendem und verdammendem Tone, so begriff ich die Emanzipationswünsche nur nach einer Richtung. Die Frauen sollten auch das Recht haben, bewaffnet in den Krieg zu ziehen. Ach, wie schön las sich's in der Geschichte von Semiramis oder Katharina II. Sie führte mit diesem oder jenem Nachbarstaate Krieg. Sie eroberte dieses oder jenes Land. Überhaupt die Geschichte. Die ist, so wie sie der Jugend gelehrt wird, Hauptquelle der Kriegsbewunderung. Da prägt sich schon dem Kindersinne ein, dass der Herr der Heerscharen unaufhörlich Schlachten anordnet, dass diese sozusagen das Vehikel sind, auf welchem die Völkergeschicke durch die Zeiten fortrollen, dass sie die Erfüllung eines unausweichlichen Naturgesetzes sind und von Zeit zu Zeit immer kommen müssen, wie Meeresströme und Erdbeben. Dass wohl Schrecken und Gräuel damit verbunden sind, letztere aber voll aufgewogen werden für die Gesamtheit durch die Wichtigkeit der Resultate, für den Einzelnen durch den dabei zu erreichenden Ruhmesglanz oder doch durch das Bewusstsein der erhabensten Pflichterfüllung. Gibt es denn einen schöneren Tod als den auf dem Feld der Ehre? Eine edlere Unsterblichkeit als die des Helden? Das alles geht klar und einhellig aus allen Lehr- und Lesebüchern für den Schulgebrauch hervor, wo nebst der eigentlichen Geschichte, die nur als eine lange Kette von Kriegsereignissen dargestellt wird, auch die verschiedenen Erzählungen und Gedichte immer nur von heldenmütigen Waffentaten zu berichten wissen. Das gehört so zum patriotischen Erziehungssystem, da ja aus jedem Schüler ein Vaterlandsverteidiger herangebildet werden soll, so muss doch schon des Kindes Begeisterung für diese seine erste Bürgerpflicht geweckt werden. Man muss seinen Geist abhärten gegen den natürlichen Abscheu, den die Schrecken des Krieges hervorrufen könnten, indem man von den furchtbarsten Blutbädern und Metzeleien wie von etwas ganz Gewöhnlichem, Notwendigem, so unbefangen als möglich erzählt. Dabei nur allen Nachdruck auf die ideale Seite dieses alten Völkerbrauches legend. Und auf diese Art gelingt es, ein kampfmutiges und kriegslustiges Geschlecht zu bilden. Die Mädchen, welche zwar nicht ins Feld ziehen sollen, werden aus denselben Büchern unterrichtet, die auf die Soldatenzüchtung der Knaben angelegt sind. Und so entsteht bei der weiblichen Jugend dieselbe Auffassung, die sich in Neid, nicht mittun zu dürfen, und in Bewunderung für den Militärstand auflöst. Was uns zarten Jungfräulein, die wir doch in allem Übrigen zu Sanftmut und Milde ermahnt werden, für Schauderbilder aus allen Schlachten der Erde, von dem biblischen und mazedonischen und punischen bis zu den 30-jährigen und napoleonischen Kriegen vorgeführt werden, wie wir da die Städte brennen und die Einwohner über die Klinge springen und die besiegten Schinden sehen, das ist ein wahres Vergnügen.
Natürlich wird durch diese Anhäufung und Wiederholung der Gräuel das Verständnis, dass es Gräuel sind, abgestumpft. Alles, was in die Rubrik Krieg gehört, wird nicht mehr vom Standpunkt der Menschlichkeit betrachtet und erhält eine ganz besondere, mystisch, historisch, politische Weihe. Es muss sein. Es ist die Quelle der höchsten Würden und Ehren. Das sehen die Mädchen ganz gut ein. Haben Sie doch die kriegsverherrlichten Gedichte und Tiraden auch auswendig lernen müssen. Und so entstehen die spartanischen Mütter und die Fahnenmütter und die zahlreichen dem Offizierkorps gespendeten Cotillon-Orden während der Damenwahl. Ich bin nicht, wie so viele meiner Standesgenossinnen, im Kloster, sondern unter der Leitung von Gouvernanten und Lehrern im Vaterhause erzogen worden. Meine Mutter verlor ich früh. Mutterstelle an uns Kindern, ich hatte noch 3 jüngere Geschwister, vertrat unsere Tante, eine alte Stiftsdame. Wir verbrachten die Wintermonate in Wien, den Sommer auf einem Familiengute in Niederösterreich. Meinen Erzieherinnen und Lehrern habe ich viel Freude gebracht, dessen erinnere ich mich. Denn ich war eine fleißige, mit gutem Gedächtnis begabte und namentlich ehrgeizige Schülerin. Da ich meinen Ehrgeiz, wie schon bemerkt, nicht damit befriedigen konnte, als Heldenjungfrau Schlachten zu schlagen, so begnügte ich mich damit, in den Lektionen gute Zensuren davon zu tragen und durch meinen Lerneifer der Umgebung Bewunderung abzuzwingen. In der französischen und englischen Sprache brachte ich es nahezu zur Vollkommenheit. Von Erd- und Himmelskunde, von Naturgeschichte und Physik machte ich mir so viel zu eigen, als es mir in dem Programm einer Mädchenerziehung überhaupt zugänglich war. Aber von dem Gegenstand Geschichte lernte ich noch mehr, als von mir gefordert wurde. Aus der Bibliothek meines Vaters holte ich mir dickbändige Historienwerke hervor, in welchen ich in meinen Mußestunden studierte. Ich glaubte mich jedes Mal um ein Stück gescheiter geworden, wenn ich ein Ereignis, einen Namen, ein Datum aus vergangenen Zeiten meinem Gedächtnis neu einverleibt hatte. Gegen Klavierspielerei, welche doch auch im Erziehungsplan aufgezeichnet stand, habe ich mich standhaft zur Wehr gesetzt. Ich besaß weder Talent noch Lust zur Musik und fühlte, dass mir darin keine Ehrgeizbefriedigung winkte. Ich bat so lange und inständig, mir die kostbare Zeit, die ich an meine anderen Studien wenden wollte, nicht für das aussichtslose Geklimper zu kürzen, dass mich mein guter Vater von der musikalischen Fronarbeit freisprach. Zum großen Leidwesen der Tante, welche meinte, ohne Klavierspiel gäbe es keine eigentliche Bildung mehr. Am 10. März 1857 feierte ich meinen 17. Geburtstag. Schon 17, lautet unter jenem Datum die Eintragung ins Tagebuch. Dieses »Schon« ist ein Poem. Es steht kein Kommentar daneben, aber vermutlich wollte ich damit sagen, und noch nichts für die Unsterblichkeit getan. Diese roten Hefte leisten mir heute, da ich meine Lebenserinnerungen aufzeichnen will, gar gute Dienste. Sie ermöglichen mir, die vergangenen Ereignisse, welche nur als verschwommene Umrissbilder im Gedächtnis haften geblieben, bis in die kleinsten Einzelheiten zu schildern und ganze, längst vergessene Gedankenfolgen oder längst verklungene Gespräche wörtlich wiederzugeben. Im nächstfolgenden Fasching sollte ich in die Gesellschaft geführt werden. Diese Aussicht
entzückte mich aber nicht so außerordentlich, wie dies gewöhnlich bei jungen Mädchen der Fall ist. Mein Sinn strebte nach Höherem, also nach Ballsaaltriumphen. Wonach ich strebte? Diese Frage hatte ich mir wohl selber nicht beantworten können. Vermutlich nach Liebe. Doch das wusste ich nicht. All diese glühenden Sehnsuchts- und Ehrgeizträume, welche im Jünglings- und Jungfrauenalter die Menschenherzen schwellen und welche unter allerlei Formen Wissensdurst, Reiselust, Tatendrang sich verwirklichen wollen, sind doch zumeist nur die unbewussten Bestrebungen des erwachenden, verliebten Triebes. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung in meinem Text. Es sind jetzt 4 Jahre vergangen. Martha ist inzwischen reifer geworden. Sie hat jung und stürmisch geheiratet und ein erstes Kind auf die Welt gebracht. Doch kurz darauf wurde ihr Mann an die Front nach Italien bestellt, wo er verstarb. Nach einer langen Trauerzeit und intensivem Studium verschiedener naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Werke begibt sich Martha nun langsam wieder ins öffentliche Leben. Dort trifft sie zum ersten Mal seit langem einen Menschen, der sie interessiert und von dem sie annimmt und hofft, dass er ihre Einwände gegen Militarismus und Krieg teilt. Und zwar den schon etwas älteren Baron von Tilling, der sie anspricht und ihr auch erzählt, dass er ihren Mann noch kurz vor seinem Tode kennengelernt hat. Er gibt sich gesellschaftsscheu, doch der Zufall will es, dass Martha mit ihrem Vater gemeinsam als Gastgeberin für ein Abendessen auftreten darf. Eine feierliche, steife, einschläfernde Geschichte. So hatte mein Vater sein bevorstehendes Diner genannt. Und so würde ich die Zeremonie auch aufgefasst haben, wäre nicht der eine Gast gewesen, dessen Nähe mich eigentümlich bewegte. Baron Tilling war knapp vor dem Speisen gekommen. Ich hatte daher, als er mich im Salon begrüßte, nur zu einem ganz kurzen Wortaustausch Zeit gefunden. Und bei Tisch, wo ich zwischen 2 eisgrauen Generälen saß, war der Baron so weit von mir entfernt, dass ich ihn unmöglich in die an unserem Tischende geführte Unterhaltung ziehen konnte. Ich freute mich auf die Rückkehr in den Salon. Dort wollte ich Tilling an meine Seite rufen und ihn noch weiter ausforschen über jene Schlachtszene. Ich sehnte mich danach, noch einmal jenen Ton zu hören, der mich das erste Mal so sympathisch berührt hatte. Doch zur Ausführung dieses Vorhabens bot sich mir anfänglich keine Gelegenheit. Die beiden Eisgrauen blieben mir auch nach Tische treu und nahmen an meiner Seite Platz, als ich im Salon mich anschickte, den schwarzen Kaffee einzugießen. Dazu gesellten sich noch im Halbkreis mein Vater, der Minister, Dr. Bresser und auch Tilling. Aber die sich entspinnende Unterhaltung war eine allgemeine. Die übrigen Gäste, darunter sämtliche Damen, ließen sich in einer anderen Ecke des Salons nieder, wo nicht geraucht wurde. Während in unserer Ecke, auch ich hatte mir eine Zigarette angezündet, das Rauchen gestattet war. »Ob es denn nicht bald wieder losgehen wird?« warf einer der Generäle hin. Meinte der andere, »den nächsten Krieg werden wir mithand haben, denke ich.« »Muss es denn immer einen nächsten Krieg geben?« warf ich dazwischen, aber niemand achtete auf mich. »Eher mit Italien«, versicherte mein Vater. »Wir müssen doch unsere Lombardei zurückbekommen. So einem Einmarsch in Mailand wie im Jahre 49 mit Vater Radetzky an der Spitze, das wollte ich doch noch erleben. Es war an einem sonnigen Vormittag. Ach, die Geschichte vom Einmarsch in Mailand kennen wir alle«, unterbrach ich. »Auch die vom braven Hupf auf?« »Ich schon, und ich finde dieselbe sogar höchst widerwärtig«,
Was verstehst du davon? Lassen Sie hören, Althaus, wir kennen die Geschichte nicht. Das ließ sich der Vater nicht zweimal sagen. Der Hupfauf also, vom Regiment Tiroler Jäger, selber ein Tiroler, hat ein famoses Stück aufgeführt. Er war der beste Schütz, den man sich denken kann. Bei allen Scheibenschießen war er immer König. Er traf fast jedes Mal ins Ziel. Was hat der Mann getan, als die Mailänder revoltierten? Er erbat sich die Erlaubnis, mit 4 Kameraden auf das Dach des Domes zu steigen und von dort auf die Rebellen herabzuschießen. Man hat's ihm erlaubt und er hat's auch ausgeführt. Die 4 anderen, von welchen jeder einen Stutzen trug, taten weiter nichts, als ohne Unterlass ihre Waffen laden und sie dem Hupf aufreichen, damit dieser keine Zeit verliere. Und so hat er hintereinander 90 Italiener totgeschossen. Abscheulich, rief ich. Jeder dieser totgeschossenen Italiener, auf die der da oben aus sicherer Höhe zielte, hatte eine Mutter und eine Geliebte zu Hause und hing wohl selber an seinem jungen Leben. Jeder war ein Feindkind, das ändert den ganzen Standpunkt. Sehr richtig, sagte Dr. Bresser. Solange der Begriff Feindschaft unter den Menschen sanktioniert wird, so lange können die Gebote der Menschlichkeit keine allgemeine Geltung erlangen. Was sagen Sie, Baron Tilling? Fragte ich. Ich hätte dem Mann einen Orden gewünscht, der ihm die tapfere Brust geschmückt, und eine Kugel, die ihm das harte Herz durchschossen hätte. Beides wäre verdient gewesen. Ich warf dem Sprecher einen warmen, dankbaren Blick zu. Die anderen aber, mit Ausnahme des Doktors, schienen von den eben gehörten Worten unangenehm berührt. Es entstand eine kleine Pause. Haben Sie schon von dem Buch eines englischen Naturforschers namens Darwin gehört, Exzellenz? Wandte sich jetzt der Doktor an meinen Vater. Nein, nichts. Doch, Papa, erinnere dich nur, schon vor 4 Jahren, als es eben erschienen war, hat uns unser Buchhändler das Buch geschickt. Und du sagtest noch damals, es werde bald von aller Welt vergessen sein. Was mich betrifft, so habe ich es auch vergessen. Alle Welt hingegen wird dadurch ziemlich in Aufregung versetzt, sagte der Doktor. Es wird allerorten für und gegen die neue Abstammungslehre gestritten. Ach, Sie meinen wohl die Affentheorie, fragte der General zu meiner Rechten. Davon war gestern im Casino die Rede. Die Herren Gelehrten kommen oft auf sonderbare Einfälle. Der Mensch soll ursprünglich ein Orang-Utan gewesen sein. Allerdings, nickte der Minister. Und wenn der Minister allerdings sagte, so war das ein Zeichen, dass er sich zu einer längeren Rede den Anlauf nahm. Die Sache klingt etwas komisch, doch kann dieselbe nicht als Scherz aufgefasst werden. Es ist eine nicht ohne Talent und mit dem Apparat fleißig gesammelter Tatsachen aufgestellte wissenschaftliche Theorie, welche allerdings von den Männern vom Fach schon genügend widerlegt worden ist, welche aber, wie alle abenteuerlichen Ideen, so abgeschmackt dieselben auch seien, einen gewissen Effekt hervorgebracht hat und ihre Verteidiger findet. Über Darwin zu disputieren ist Mode geworden. Es wird nicht lange dauern, so kann man das Wort Darwinismus erfinden. Allerdings wird man dann die so benannte Theorie selber schon aufgehört haben, ernst genommen zu werden. Es ist ein Fehler, dass die Leute in Bekämpfung dieses englischen Sonderlings sich so erhitzen. Dadurch wird seiner Lehre eine Wichtigkeit beigelegt, die ihr nicht zukommt. Namentlich ist es die Geistlichkeit, welche sich gegen die allerdings herabwürdigende Zumutung zur Wehr setzt, dass der nach dem Ebenbild Gottes geschaffene Mensch jetzt plötzlich
als dem Tierreich entstammend gedacht werden soll, eine vom religiösen Standpunkt aus allerdings höchst anstößige Annahme. Jedoch ist bekanntermaßen die kirchliche Verdammung einer unter dem Gewand der Wissenschaftlichkeit auftretende Lehre nicht imstande, der Verbreitung derselben Einhalt zu tun. Dieselbe wird erst dann unschädlich, wenn sie von den Vertretern der Wissenschaft ad absurdum geführt worden ist, was gegenüber der Darwinschen allerdings, aber der Unsinn, unterbrach mein Vater, welcher fürchten mochte, dass noch eine lange Kette von allerdings seine übrigen Gäste ermüden konnte, der Unsinn vom Affen der Mensch, da genügt doch wohl der sogenannte gesunde Menschenverstand, um solche tollen Einfälle abzuweisen, da braucht man doch nicht erst gelehrte Widerlegungen. Nun, für gar so apodiktisch sicher möchte ich diese Widerlegungen doch nicht halten, nahm nun der Doktor das Wort. Es haben sich zwar Zweifel erhoben, aber die Theorie hat doch manches Wahrscheinliches für sich. Und es wird noch eine Zeit brauchen, bis die Gelehrten einig werden. Ich glaube, die Herren werden nie einig, bemerkte der General zu meiner Linken, welcher in barschem Ton und in Wiener Dialekt zu sprechen pflegte. Die leben ja vom Disputieren. Ich habe von der Affengeschichte auch schon gehört. Was mir aber zu dumm ist, um aufzupassen. Wenn man sich immer um alles Geschwätz kümmern sollte, mit dem uns die Sterngucker und Graspflücker und Froschhaxeluntersucher ein X für ein U vormachen wollen, da müsste einem ja Hören und Sehen vergehen. Übrigens habe ich neulich in einer illustrierten Zeitung dem Darwin sein Gesicht gesehen. Und das ist selber so affenmäßig, dass ich fast glauben möchte, sein Großvater ist ein Schimpans gewesen. Diesem letzten, den Sprecher sehr befriedigenden Witz, ließ derselbe ein schallendes Gelächter folgen, in welches mein Vater aus hausherrlicher Zuvorkommenheit einstimmte. Gelächter ist allerdings auch eine Waffe, sprach der Minister ernst, beweist aber nichts. Dem Darwinismus, ich benütze schon das neue Wort, kann man doch auch ernsthafte, auf wissenschaftlicher Basis ruhende Argumente siegreich entgegenstellen. Wenn man gegen einen Schriftsteller ohne Autorität Namen wie Linné, Cuvier, Agassiz anführen kann, so muss dessen System zusammenstürzen. Andererseits lässt sich allerdings nicht leugnen, dass zwischen Mensch und Affe eine große Stammesähnlichkeit besteht und dass trotz dieser Ähnlichkeit ist die Kluft doch eine Meilenweite, unterbrach der sanfte General. Lässt sich ein Affe denken, der den Telegraphen erfinden konnte? Die Sprache allein erhebt den Menschen so weit über das Tier. Entschuldigen Sie, Exzellenz, sagte Dr. Bresser, Sprache und technische Erfindungen waren dem Menschen nicht ursprünglich angeboren. Ein Wilder wird auch heute noch keinen Telegraphenapparat konstruieren. Das alles sind Früchte langsamer Vervollkommnung und Entwicklung. Ja, ja, lieber Doktor, versetzte der General. Ich weiß, Entwicklung ist das Schlagwort der neuen Theorie. Aber aus einem Känguru entwickelt sich kein Kamel. Und warum sieht man heutzutage keinen Affenmensch werden? Jetzt wandte ich mich an Baron Tilling. Und was sagen Sie? Haben Sie von Darwin gehört? Und zählen Sie sich zu seinen Anhängern oder Gegnern? Gehört habe ich über diesen Gegenstand schon vieles, Gräfin, aber ich kann kein Urteil abgeben, denn das in Frage stehende Werk The Origin of Species habe ich nicht gelesen. Ich muss gestehen, sagte der Doktor, ich auch nicht. Gelesen habe ich es allerdings auch nicht, sagte der Minister. Ich auch nicht, ich auch nicht, ich auch nicht.
kam es nun von den anderen. Aber, fuhr der Minister fort, das Thema wird so vielfach besprochen. Die Schlagwörter des Systems sind in aller Mund. Kampf ums Dasein, natürliche Zuchtwahl, Evolution und so weiter, dass man sich doch einen klaren Begriff vom Ganzen machen kann und sich resolut auf die Seite der Anhänger oder der Gegner stellen kann, zu welch erster Kategorie allerdings nur umsturzliebende und effekthaschende Heischsporne gehören, während die kaltblütigen, nach positiven Beweisen verlangenden, streng kritischen Leute unmöglich einen anderen als den von so bedeutenden Fachgelehrten geteilten Standpunkt der Gegnerschaft einnehmen können. Ein Standpunkt, der allerdings nicht mit Sicherheit zu behaupten ist, wenn man denjenigen der Anhängerschaft nicht kennt, ergänzte Tilling. Um zu wissen, was die Gegenargumente wert sind, welche man, so oft eine neue Idee auftaucht, um sich herum im Chor vorbringen hört, muss man in diese neue Idee auch selber eingedrungen sein. Gewöhnlich sind es die schlechtesten und seichtesten Gründe, die mit solcher Einstimmigkeit von den Massen wiederholt werden. Und auf diese hin fällt mir nicht ein, ein Urteil zu stützen. Als die Lehre des Kopernikus auftauchte, konnten nur diejenigen, die sich der Mühe unterzogen, die kopernikanischen Berechnungen nachzurechnen, einsehen, dass dieselben richtig waren. Die anderen, die ihr Urteil nach den Bannflüchen richteten, welche von Rom aus gegen das neue System geschleudert wurden, in unserem werden, wie ich schon früher bemerkte, unterbrach der Minister, wissenschaftliche Hypothesen, wenn sie irrig sind, nicht mehr vom Standpunkte der Orthodoxie, sondern von demjenigen der Wissenschaft abgefertigt. Nicht nur, wenn sie irrig sind, versetzte Tilling, auch wenn sie sich später bewahrheiten sollen, werden neue Hypothesen anfänglich immer von einer Zopfpartei unter den Gelehrten bestritten. Diese lässt auch heute nicht gern an ihren althergebrachten Anschauungen und Dogmen rütteln. Gerade so wie damals nicht nur die Kirchenväter, sondern ebenso die Astronomen gegen Kopernikus geeifert. »Wollst damit behaupten«, fiel der barsche General ein, »dass dem verrückten Engländer seine Affenidee so richtig ist, wie dass die Erde um die Sonne herumläuft?« »Ich will gar nichts behaupten, weil ich, wie gesagt, das Buch nicht kenne.« Doch nehme ich mir vor, dasselbe zu lesen. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, denn meine einschlagenden Kenntnisse sind nur gering, werde ich mir dann ein Urteil bilden können. Bis dahin muss ich mich darauf beschränken, meine Meinung auf den Umstand zu stützen, dass die Theorie auf verbreiteten und leidenschaftlichen Widerspruch stößt, ein Umstand, welcher mir allerdings eher für als gegen deren Richtigkeit zeugt. »Du tapferer, gerader, heller Geist«, apostrophierte ich in Gedanken den Sprecher. Vielen Dank für diese erste Lesung, sehr geehrte Frau Bertha von Suttner. Gerne. Es war ein Vergnügen, diesen Anfang...